Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Ich glaube, sie haben wahnsinnig viel gelesen, und, um dem Stoff gerecht zu werden. Ich finde, es ist sehr, ist eine Riesenherausforderung und es ist sehr mutig, das zu wagen. Und ich bin gespannt, ja. Man spürt erst auf der Probe, was das wird. Die Festspielruine und Luther, wie passt das zusammen? Ja, hervorragend, hervorragend. Es ist ein ehemaliger heiliger Ort und hat jetzt verweltlicht durch die Festspiele. Aber Luther und dieses Ding, er hat ja übrigens, ist ja vorhin schon gesagt worden, ist ja, er hat ja hier übernachtet und hat am nächsten Tag sogar gepredigt. Und das war übrigens die Walpurgisnacht. Mhm. Schwierige Rolle? Jede Rolle ist schwierig. Wichtig ist immer der Regisseur, dem man blind vertrauen kann und sich fallen lassen kann, der eine Vision hat, der eine Richtung hat, der etwas, eine Geschichte erzählen möchte. Und da vertraue ich ihm total und ich bin auch ganz glücklich, dass ich so mit einem Regisseur zusammenarbeiten darf. Und obwohl er eigentlich nicht predigen durfte, er war ja schon belegt mit diesem Verbot, hat er hier mit großer Wirkung in der Ruine, damals war es noch keine Ruine, in der Stiftskirche gepredigt. Und es ist natürlich für einen als Schauspieler sehr irrsinnig, ja, wenn man sich denkt, man steht jetzt eigentlich im gleichen Raum wie Luther vor 500 Jahren. Also ich glaube, dass es ein großes Glück ist, dass wir hier ein Lutherstück machen dürfen. Was sagen Sie zu dem Stück Luther und die Stiftsruine? Ich finde das ganz toll, dass das in diesem Jahr hier also aufgeführt wird und dass ich auch ein Teil davon sein kann. Das ist, also der, ich sage mal, es sind grandiose Schauspieler, die auch die Luther-Darsteller spielen. Und ich glaube, dass das ein ganz grandioses Stück werden wird. Und das, was Herr Wedel da auch geschrieben hat, ist einfach sehr spannend und sehr schön herausfordernd für uns alle. Einen Ketzer, unglaublich! Wo käme denn da hin, wenn jeder dahergelaufene Mönch in dem ungeheuerlichen Wahn, er sei vom Himmel erleuchtet, die Mutterkirche in den Dreck ziehen darf und dann auch noch dafür belohnt wird? Es ist diese unglaubliche Nachwirkung, die ja kein anderer Deutscher, auch nicht Hitler, hatte, dass er die Sprache geschaffen, er hat sie ja nicht geschaffen, aber er hat sie, doch, er hat ihr eine Struktur gegeben, er hat die Sprachidentität geschaffen, dass er auch all das verkörpert hat, was Deutsche ausmacht. Immenser Fleiß. Er hat ja, kann Ihnen sagen, wenn Sie das lesen wollen, es reicht ja ein Leben nicht. Was über ihn geschrieben worden ist, kommt dann nochmal dazu. Immenser Fleiß, Kreativität, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, aber auch Mut und dann wieder Feigheit, Obrigkeitshörigkeit, Rassismus, ein Pöbler, ein Wutbürger, würde man heute sagen. Auf der anderen Seite auch ein Fundamentalist, der nicht mit sich reden lässt. Ich weiß nicht, ob ein Mensch, der sagt, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders, ob der so sympathisch ist.